Hat sich schon gelohnt, ne, der Hängematte. Was machst du? Ampelzeichen. Wie war's? Prost. Wir laufen am Strand entlang ins nächste Dörfchen. Wir brauchen nämlich Brot. Genau, vamos a la supermercado. Und wie man sieht, wir sind ganz leicht angekleidet. Und das in Oktober. Es ist auch hier absonderlich gutes Wetter. Und das freut uns. Also wir müssen da in diese Bucht. Da sieht man so eine Hafenmauer. Und da ist dieses Städtchen dann auch. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Wir haben keine Ahnung. Ja, wenn wir zurückkommen, ist wahrscheinlich hoch genug und können wir wie gestern hier wieder vor dem Stein. Ist ein guter Surfspot. Zumindest haben wir gestern sehr gut gesurft dort. Ja, das war richtig schön. Zu zweit waren wir da, sonst niemand dort. Ein Traum. Glassy water, so wie man in Englisch sagt. Spiegelglattes Wasser mit so schöne Wellchen. Schön, hoffen wir, dass es auch wieder so wird. Ja. So schön, hier richtig grün und Bäume direkt am Wasser. Es gibt hier eine Sonnenuhr. Kate, wie spät ist es? Jetzt gucken wir, was ist das? Ist die 12, dann ist es jetzt, was hatte ich gesagt, den für 11 laut der Uhr. Okay, und dein Handy? Mein Handy sagt 12:30. Oh. Wir sind im Dorf, also bunt gefärbte Häuser. Nicht unbedingt die schönste. Ne, aber auf jeden Fall schön farbig. Jetzt suchen wir mal was zu essen. Also einkaufen. Einkaufen, nicht jetzt essen. Der Supermarkt gefunden. Let's go. Hier geht's rein, glaube ich. So, eingekauft ist, ein bisschen Stärkung für den Rückweg. Wirkzehrung. Und dann mal schön wieder über den Strand zurück. Gucken, wie die Wellen jetzt aussehen. Ja. So, Rückweg haben wir uns entschlossen, oben lang zu gehen kurz. Und schauen wir uns mal diesen Aussichtspunkt da oben an. Und hat sich doch gelohnt, oder? Hey, Hammer hier oben, sau schön. Wir stehen jetzt in diesem Örtchen geparkt, wo wir gestern hinspaziert sind zum Einkaufen. Lass ich mal da hoch, nicht so klein. Und haben hier eine ganze Tüte voll mit Wäsche. Ja. Wir haben nämlich gesehen, da gibt es eine Laundry. Und da gehen wir jetzt hin, geschickt mal Bettwäsche, Handtücher vor allem. Dass wir heute Abend wieder ein frisches genau, Bettchen legen. Genau, nach zwei Monaten da in die Bettwäsche kann es mal gewaschen werden. Ja, und wir sind in der Laundry. Die Wäsche ist hier ja, drin. Schauen. Waren uns kurz nicht sicher, wir haben vergessen, normal muss man erst Wäsche rein, Geld rein und dann diese Extras auswählen, ob extra Schaum oder extra zentrifugieren. Nee. Und dann das Programm, wie viel Grad, und wir haben direkt das Programm. Jetzt waren wir nicht sicher, ob da Schaum kommt, aber... Schau, es kommt schon Schaum. Geil, also 35 Minuten. So, Wäsche ist im Trockner. Ja, ich bin auf dem Tisch. Freust du dich schon aufs frische Bett heute Abend? Mega, ich freue mich mega. Aber wir müssen uns dann auch duschen eigentlich. Das geht auch, wir haben schon duschen, also ja. Geduscht wird, ja. Frisch ins Bett. Hammer.
uns aus dem Bus, so sieht es bei uns morgens immer aus. Ich sitze noch so halb im Bett, schreibe mein Tagebuch und ziehe jetzt mal noch die Bilder und so alle auf den Laptop. Hab gerade einen Kaffee gemacht und Kai sitzt hier. Zu arbeiten? Genau. Wie war die Nacht im frischen Bett? Ach, das war herrlich, ein Träumchen. Es ist schon echt ein tolles Gefühl, in so ein frisches Bett zu schlüpfen. Wie sehr man sich dann doch immer auch über die Kleinigkeiten freuen kann. Finde ich immer wieder schön. Ja. So wie einen frischen Kaffee am Morgen. Danke, Schatz, für den Kaffee, dass Gerne. Du wieder einen Kaffee gemacht hast. Ja, ach, den genießt du gleich. So kann der Tag starten. Schatz. Ah, herrlich. Danke. Alter. Du hast dein Frühstück verdient jetzt? Yeah! Endlich, ne? Immer spätes Frühstück bei uns, weil wir erst ein bisschen was erledigen. Ja. Und dann gibt's Frühstück. Der Tisch ist voll. Alles Mögliche. Frühstück! Einen guten. Guten. Kleiner Spotcheck hier in Banyuges. Banyuges. Es riecht nach Kuhenscheiße. Wir haben das als Tipp bekommen von einem Local. Genau. Er meinte, wenn der Swell riesig ist, ist es hier geil zum Fäulen. Genau, Fäule. Aber schau die Steine an. Hier ist irgendwie alles steinig. Hier ist Sand. Und bisher noch nicht echt viel Welle, vielleicht bei Flut. Ich glaube, da braucht es Hochwasser, ja. Also das ist manchmal echt verrückt. Die Unterschiede zwischen Ebbe und Hochwasser. Nicht nur von wie weit das Wasser weg ist und zurück, aber auch von wie die Welle aussieht. Das macht oft kann viel ausmachen. Richtig, ne? Viel aus, ja. Deswegen warten wir einfach, machen es gemütlich, schaffen ein bisschen. Schauen mal, ja. Hätte ich gesagt. Ja. Und dann schauen wir in später ein noch paar mal. Stunden wieder. Ja. Wie schön grün hier auch einfach. Alles ist schöne bunte Häuschen, grüne Wiese und wir stehen einfach auf dem Strand. Das sieht verrückt aus hier. Das ist eine schwarze Schicht, Sandschicht oder Schlick oder was auch immer. Und dann bilden sich hier so Rillen, das sieht echt cool aus. Was machst du? Ampelzeichen. Ich mache Landmarkierungen, also die Palme und Haus, das Eck ist verboten für mich mit dem Fäulen. Okay. Das sind Steine. Ne, da will man auch nicht kommen. Arbeit geschafft und jetzt kümmere ich mal kurz um den Foil, bevor dass ich wieder aufs Wasser gehe. Da habe ich nämlich schon letzte Mal beim Session einen Kratzer drin gefahren und das probiere ich jetzt nochmal auszubessern. Hier hatte ich so einen schönen Kratzer von vorne bis hinten rein. Jetzt habe ich das abgetaped und mit so einem Sekundenkleber gefüllt. Das war nur ganz leicht. Das trocknet jetzt aus, dann schleife ich es und dann ist wieder gut. Währenddessen macht Kate es sich da am Hängematte gemütlich. Hey Kate! Sieht richtig gemütlich aus bei dir hier. Hat sich schon gelohnt, ne, der Hängematte? Ja, sowas von, das ist echt gemütlich. Hammer. Der Wind schaukelt mich so ein bisschen hier in der Hängematte. Sieht rum. Sommerlich aus, aber du machst eine Winteraktivität, Stricken? Stricken. Oder geht Stricken das jedes Jahr rum? Mehr im Winter. Mehr im Winter. Mehr im Winter. Aber es macht einfach auch Spaß zu machen. Und Socken kann man auch nie genug brauchen, finde ich. Nee. Hast du schon geguckt, ob es besser aussieht jetzt? Bedingungen sehen besser aus und ich würde auf jeden Fall später noch aufs Wasser gehen, ja. Jetzt sieht es schon ganz anders aus. Hier die Steine sind schon fast alle unter Wasser. Das Wasser ist viel höher und die Wellen kommen rein. Kai ist jetzt gerade mal mit dem Local ins Wasser gegangen zum Fäulen. Und dann schaue ich mal, ob sie was bekommen. So, hab beschlossen, ich hüpfe auch noch ins Wasser. Ist doch meistens einfach immer schön, im Wasser zu sein und vor allem zusammen. Jetzt richte ich mal schnell mein Board, hüpfe in mein Neo. Und dann sehe ich einfach, wie es ist. Los geht's, bis später! Zurück von der Session. Kai duscht sich ab. Wie war's? Was? Wie war's? Durcheinander, aber mit dem Foil habe ich ein paar gute Wellen bekommen. Und schön war, dass du auch raus warst. Ah, oh, hast du dich gefreut? Ja, zusammen aufs Wasser ist immer das Schönste. Naja, bei mir war es
eher so lala, muss ich sagen. Waren halt doch eher Vollwellen. Mit dem normalen Board war es nicht so gut. Und ich habe es echt kalt gehabt. Es geht ein kalter Wind. Ja, oder es, es geht immer noch ein kalter Wind. Frischer geworden auch. Ne? Echt frisch. Deshalb Tee gemacht. Jetzt wärmen wir uns mit einem Tee. Prost. Danke, Kate. Bitte. Beide in Wollsocken und Flipflops. Wir haben ein neues Plätzchen angefahren, sind wieder ein Stückchen weiter Richtung Western gefahren. Wie heißt hier? Fach, irgendwas mit F. Ja, Playa de... Irgendwas. Ja. Und laufen jetzt mal nach vorne, da kommen riesen Wellen reingerollt. Hier, Playa Fejulfe. Schnell ging der Woche wieder vorbei. Verrückt. Schon wieder vorbei. Die Woche war eher gemütlich, viel an einem Ort, viel auf dem Wasser, viel paddeln gewesen. Hauptsächlich haben wir Asturias, also erkundet und auch viele Tipps vom Augustus, der Local, der uns sehr gut zu schönen Plätzchen geführt hat. Ja, und haben es einfach entspannt angehen lassen. Entspannt angehen lassen. In den Tag gelebt, genossen. Da kommen sicherlich auch wieder Tage, wo mehr Action ist. Ja. Also ihr könnt gespannt sein. Immer eine Überraschung für euch. Ja. Jetzt sind wir wieder ein neues Plätzchen. Ist jetzt schon drauf, habt schön. Es gefällt ist uns sehr, richtig sehr gut. Schön. Und wir stehen auch richtig schön. Und denken, dass wir morgen ins Wasser springen können. Genau. Also, das seht ihr aber nächste Woche. Bleibt gespannt, bleibt dabei und bleibt gesund. Genau. Bis dann. Tata. Doei doei.